Guten Morgen, meine Lieben. Ja, willkommen in einen neuen Tag bei mir, an einem Samstag. Und ich glaube, ich kriege mein Baby. Denn mein Bauch tut immer wieder weh. Aber es ist noch nicht so schlimm. Ich habe jetzt Frühstück gemacht für die beiden Großen. Die sind nämlich schon wach. Nichts Spektakuläres, aber ich hoffe, es schmeckt trotzdem. Und dann muss ich nämlich noch nach oben. Ich bin da schon seit circa 2 Stunden und versuche etwas aufzuräumen, denn ja, wenn das Baby da sein sollte, sollte ich schon fertig sein, bin aber immer noch nicht. Ich bin mit Schmerzen aufgewacht. Bleib bei mir. Ja, Schatz. So, jetzt essen wir was. Achille, den Teller ein bisschen näher an dich dran. Itzi, guten Morgen. Guten Morgen. Na, räumt ihr schön oben auf? Nein, ich will. Ich will. Ich muss aufräumen. Fast alles fertig, super. Bisschen Brot kannst du essen, du musst aber nicht alles essen, mein Schatz. Trink ein bisschen was. Mama, Kopfschmerzen. Ich bin irgendwie immer so dunkel, ich weiß auch nicht. Ja, also Leute, ich komme fast gar nicht voran. Es sieht immer noch so aus, es sind Klamotten und Spielsachen. Ja, die Kinder haben in der Zeit natürlich auch so Schrottsachen mit untergemischt. Und jetzt habe ich aussortiert einfach die Spielsachen in Kisten gemacht, auch gar nicht sortiert, das kann ich jetzt im Augenblick nicht machen, sonst würde ich einfach überhaupt nicht fertig. Die Klamotten, also es sind Klamotten, Spielsachen und ja, Schrott. Irgendwelche kaputten Sachen oder irgendwie, was habe ich noch gefunden? So Papiere, alte Zeichnungen von den Kindern, die nicht so gut geworden sind. Ja. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal weiter, denn wir fahren dann gleich zu Klaus was essen. Ja, oh Gott. Aber wenn ich hier fertig bin, dann ist es perfekt. Isa, Schatz, also bald ist auch dein Zimmer dran, ne? Dann machen wir hier, erstmal mache ich die Spielsachen hier in die, an die Wand, in die Ecke und dann die Wand entlang, ja, weil Isa, es geht im Augenblick nicht anders. Und ich glaube, wenn das Baby dann da ist, machen wir da weiter. Und Achelia, also... Das möchte ich nicht mehr so sehen, ja? Ihr sortiert das jetzt. Die Barbie-Sachen zu Barbie, die Klamotten von Barbie zu Barbie und der Rest hier alles in die Kiste. Nein, machen wir nicht das. Itzi, ihr macht das. Sonst werde ich sauer. Nein. Doch. Es reicht schon, dass ihr mir den Teppich unten zerstört habt mit Chips. Es gibt nie wieder Chips, ne, für euch. Das ist ja wohl klar. Achille, das Kleid ist zu groß. Hä, wieso? Sag mal deine Ärmel. So, egal. Nein, Schatz, das ist zu groß. Warte, wir haben doch noch andere schöne Sachen für dich. Ach, das ist das andere blaue. Weißt du, welches ich meine? Welches? Ja, ich hab's irgendwo gesehen, aber ich hab vergessen, wo. Es war eigentlich irgendwo hier. Wie wär's damit? Hallöchen, hier ist der Iti in Dunkel. Ich habe Iti gesagt, Idi in Dunkel. Oh, wo ist die hübsche Mütze? Ich weiß nur, wo der hübsche Mann ist. Echt? Ja, also sie hat immer noch nicht ihren Notkoffer gepackt und wir gehen jetzt zu Klausi essen. Und da habe ich gemeint, pack deinen Notkoffer ein, damit ich im Fall eines Falles, wenn wir einen Zuwachs kriegen, dass da noch dann schnell greifen können. Ja, auf jeden Fall ist Patricia, ich habe sie mal, normalerweise mag ich Schminke eigentlich gar nicht, weil ich wieder vom Thema habe. Und hab, war der Meinung, weil ich so an, die Bilder durch den PC mir angeguckt habe, ne? Hey, es wäre mal nicht schlecht, wenn die Patricia mal wieder gut aussieht. Oh. Und das sah echt gut aus, es war total zufrieden, ich habe mich wieder wie bei den 20s gefühlt. Also, was nimmt sie mit? Keine Ahnung, also bislang... Was filmst du denn? Also, bislang habe ich noch nie irgendetwas gepackt. Hey, was? Du bist gut, du wirst besser. Ja, das ist das allererste Mal, vierte Kind und ja, er hat also mich aufgefordert, so, etwas zu packen. Genau. Ich hab doch du hast es ja vorgeschlagen, deswegen. Dann nehmen wir so ein... Hey! Chille langsam, Schatz. Du hallo. Die Tasche mitnehmen. Mach ich, mein Schatz. Als Mama heute doch das Kind kriegt nach dem Essen. Schatz, nach dem Nachtisch erst, ja?
Angelia möchte nicht, weil sie will nicht, dass ich im Krankenhaus bleibe. Sonst hat sie gar keine Probleme mit meinem Baby. Willst du nicht bei Baba schlafen? Nein. Das war voll komisch. Angelia, guck mal nach vorne. Patricia, du auch. Guck mal, man geht so runter. Und dann kommen noch mal so ein kleiner, auch mit so Haare zur Seite. Angelia, mein Schatz. Du siehst du Mama eh nicht. Aber die Schönheit hast du von mir, mein Schatz. Nein. Nehmen wir Lisa schon mit? Na, 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 okay. Na. Die können wir auch mit. Nein, beide. Na, na. Weil da sind ein paar Kindersachen drin. Jetzt haben wir gar nicht gezeigt, was wir mitnehmen sollen. Also Hose, Oberteil, Jäckchen, Socken. Ich kann gar nicht glauben, dass ich mal in sowas reingepasst habe. Ach so. Nur in der Türkei sahen die anders aus. Die mit der Mütter Hand. Dort sind noch wahre, echte Mütter, die heute hey. Noch, die noch, hey. Also, wie heißt das, die noch, Mütter, die es noch mit der Hand waschen, sind noch die echten Mütter. Meine Mama und deine Mama. Die haben es mit der Hand gewaschen noch, ja. Ich auch eben von Silly. Wenn du so lachst, kommt das voll falsch rüber, so ich. Nicht ohne nicht Ton, sondern deine Lippen. Verschwinde! Guck so, Schatz. Also, behalt deine natürliches Lächeln, das ist echt, steht dir. Nur dieses... Behalte deine ehrliche... Dieses nicht. Star-Lächeln von den Hollywood-Stars. Die sind echt gefaked. Ja, geh mal aufräumen oben. Sieht doch wirklich aus, fertig. So, ich habe die Patricia belehrt und dachte, wie kriegt das schon hin? Wieso brennt überall Licht? Weil alles sonst so dunkel in der Kamera aus. Ich mach mal einige aus. Gucken, wie weit die Kinder sind. Ja, wie weit sind die Kinder? So, kommen wir dazu. Ich weiß nicht, welche von den Kindern das war. Einen habe ich da zuletzt gesehen. So, ich frage mal. Kinder? Schatz? Acelia? Acelia? Wer hat die Schuhe so unordentlich gemacht? Izi? Selin, du hast keine Schuhe an. Isel? Izi, kommst du bitte? Du hast die Schuhe unordentlich gemacht. Papa? Das sind die selbst gesammelten Äpfel und Birne. Oh, okay. Da. Celine, komm die Schuhe aufräumen. Komm. Oh, hört ihr. Zuerst hat Acelia gesagt, dass die Itzi das war. Und dann so, Itzi schreit, sie war es nicht. Und jetzt ist es plötzlich doch die Celine, also bleibt mir die Arbeit. Hadi. Wir sind im Tunnel! Tunnel! Yeah! Achterbahn! 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 Wo ist eine Achterbahn? Achterbahn! Achterbahn! Sie ist einfach da! Oh Mama, wir sind gleich draußen. Helene, wo bist du? Was hast du da? Das Praxismaskottchen? Magst du was trinken? Nein? Magst du was trinken? Ist Strohhalm? Hast du den im Mund? Was isst du denn da? Schokolade. Da bei dir wahrscheinlich. Ein Glas für Sie. Oh, Selin, guck mal. Ohne Strohhalm? Mit Strohhalm? Mit. Die selbst ist die Mutter, da können sich meine Tochter, die ab. Und ich stehe mit dem Sitz, mit dem wir Zahn auf die Tür haben. Ehrlich? Jetzt ist die schön und ist Schatz. Aber. Ja, Papa. Ja, gib normale Klaus. Ja, gib normale. Nee, Eis ist da. Eis ist da. Wow. Dankeschön, mein Schatz. Eis ist da! Aber ich habe auch mitgemalt mit. Da. Ehrlich? Habt ihr das zusammen für mich gemacht? Super! Was nicht? Celine, da hast du was zu trinken. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr für dich, Mäuschen. Ich glaube, sie würden lieber zur Zicke anstatt Eis. Ehrlich nicht? Ich
würde mal eine probieren wenigstens. Eine probieren. Du kannst, wenn ich mache, guckst du sie wieder aus, okay? Ich mache aber keinen Küsse. Also. Aber reagiert eigentlich keiner auf mich, wenn ich dauernd rufe? Wir tun so, als würden wir dich nicht hören. Ja, ich weiß. Weil sie kann schon ganz toll den Stuhl rauf und runter machen. Und ach so, ja. Ja. Und die anderen wollen Film gucken. Jetzt muss ich erstmal dahinter. Was? Kuckuckalle? Ja, du sollst gucken, wie sie das kann. Ganz klar. Ah, eindeutig. Süß. Ja, dann zeig mal Mama, wie du das machst. Ja, ich komme jetzt, ja. Ich muss erstmal deine Schwester versorgen. Jetzt komme ich zu dir. Bonbon alle, sagt sie. Ja, Bonbon sind hier alle. Oh, hallo, mein Schatz. Ich komme dazu. Okay. Ja. Komm, steh da runter. Nein! Ich sehe. So, und jetzt bitte den Mund aufmachen. Es wird kontrolliert, ob die Zähne auch richtig geputzt worden sind. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Und? Frau Doktor? Lieb dich, Mama. Lieb dich auch, jetzt bin ich Ärztin. Und kontrolliert. Papa, du fällst runter. Oh. Weiter. Mach weiter. Oh. Weiter. Ja. Oh, Julia. Oh, Mann. Oh, voll. Irgendwas riecht hier. Was ist das? Celine? Hey, was ist das? Shampoos. Pflegebalsam. Jetzt sind wir am Auto. Acelia, fahren wir nach Hause? Wieso? Weiß ich nicht. Oder noch irgendwo hin. Irgendwie tut sich mit Baby immer noch nichts. Das bleibt einfach bei der Mama. Acelia ist froh, dass Mama nicht ins Krankenhaus muss. Mein Schatz. Aber wenn du mitkommen kannst, aber du kannst dann nicht schlafen, mein Schatz. Oh. Wieso? Das darf man nicht. Acelia, stell dich mal in die Mitte, mein Schatz. Ich. So, dann stell dich mal in die Mitte. Ich möchte ein Foto von dir. Also Leute, bei dreien merkt ihr, einer ist immer dabei, der nicht mitmacht. Acelia, ich sehe Celine. Itzi, Celine. Jetzt Celine weg. Jetzt ist Celine. Oh mein Gott. Itzi, stell dich mal rechts. Hier rechts ist so ein schöner Platz. Mein rechts. Ich wünsche mir die Isel herbei. Hex. Noch Baby da. Bleib da. Acelia, komm. Schnell, Schatz. Acelia, los. Schnell, schnell! Los! Komm, ich mach mit Photoshop dann. Wir machen von jedem eins und ich mach mit Photoshop dann anderen rein. Celine, stell dich mal zu Isel. Acelia, stell dich mal dahin. Acelia, los, Schatz! Alle so happy! Komm, Baby, dann fahren wir. Also, meine Lieben, ich sitze seit 2 Stunden an einem Video. Es ist total spät. Ich bin zu Hause angekommen. Die beiden Grazien sind eingeschlafen. Also, eine sitzt mittlerweile jetzt gerade hier. Die andere ist gerade aufgestanden. Ja, die Uhrzeit ist eine Katastrophe, aber mir geht es total schlecht. Ich muss jetzt mal ein bisschen erzählen. Ich habe beim Schneiden nämlich gemerkt, dass ich total oft irgendwie anfange und es nicht zu Ende spreche oder mitten in der Szene anfange, ohne dass ihr Bescheid wisst, wo ist sie, was macht sie. Das werde ich auf jeden Fall jetzt ändern. Meine Kinder bringen mich immer durcheinander. Das habe ich auch gemerkt. Ich muss mich da ein bisschen besser konzentrieren. Schatzi, vielleicht kannst du erzählen.
Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt zu Hause, habe jetzt seit fast 2 Stunden sitze ich an dem Video dran und es sind gerade mal 12 Minuten, weil der Idris hat Kaugummi gekaut und man ist sich dessen gar nicht bewusst, wie anders es sich dann im Video anhört, weil er liebt es, Kaugummi zu kauen, ja. Und das hört man. Ja, also die Attilia hat super schöne Barbies angezogen. Weil normalerweise sind die alle in dieser Kiste und zwar nackig und keiner will damit spielen. Aber ich habe welche genommen und die angezogen. Ja. Also ist das eigentlich eine Schule jetzt, ja? Ja, weil deswegen sind ja auch so viele da. Super. Hier. Mama, da. Hier unten, da ist ein geknickt, da ist ein geknickt. Dann zieh einen von unten. Okay. Super. Selle, was machst du da? Und die spielt mit dir mit? Ich muss noch gucken, ob wir so viele brauchen. Irgendwie denke ich gerade noch, ob ich noch eine mache oder nicht. Mama? Hast du Selin jetzt eine kleine gegeben? Wie heißt denn die? Keine Ahnung. Eigentlich heißt sie Chelsea. Weil die ist von Like a Dream House. Ach so. Der Chaos im Hintergrund. Ja, meine Lieben, ich habe irgendwie Schmerzen. Es sind keine Wehen, es sind einfach nur Schmerzen und ich weiß nicht, was los ist. Ja, ich kann mich einfach nicht erinnern, dass es früher so gewesen ist. Es kommt mir so ein bisschen wie der Nierenstau vor, aber so ziemlich der ganze Bauch. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht fahre ich morgen zum Krankenhaus und lass es mal durchchecken. Stelle gleich das Video online. Es ist schon sehr spät und ja, irgendwie geht es mir heute den ganzen Tag einfach nicht so gut. Süß. Wir haben jetzt den Teppich dahin gemacht, damit die nicht so am Fernseher. So, meine Lieben, ich bin total müde. Ich wollte euch noch kurz zeigen, was ich gekauft habe. Ein iPad. Ich wollte eigentlich gar kein iPad. Wir haben ja dieses iPad 1 von den Klausi bekommen, damit die Kinder damit noch spielen können, weil unser eher kaputt ist. Der Ivi hat nämlich es aufgemacht, ohne es auszuschalten. Wahrscheinlich hat es einen Kurzschluss bekommen und weg ist das Ding. Und ich habe ja meine Kamera nicht bekommen, die ich... Ja, ich habe deswegen auch meinen Geburtstag geholt, weil ich wollte unbedingt diese Kamera und ich würde sie jetzt nicht mehr für so viel Geld natürlich dann kaufen, wenn ich sie für, ich glaube, um die 600-700 Euro billiger hatte. Ja, deshalb habe ich mich ja beschwert und einen 50-Euro-Gutschein bekommen und dann auch noch 19% auf alles. Das ging, glaube ich, bis heute und ja, damit das nicht verloren geht, dachte ich, ich hole mir irgendetwas, was ich eventuell gebrauchen könnte. Das wird jetzt mein iPad sein. Damit werde ich jetzt auch mich einloggen auf meinen Beauty-Channel. Wenn der Kleine ja da ist, will ich da wieder anfangen, richtig viel zu machen. Dann kann die da? Gehen wir jetzt aus. So, Schatz, jetzt kann ich dich zeigen. Ja. Und mit dem iPad werde ich dann meinen Beauty-Channel machen. Gespart habe ich ganz gut, also normalerweise 700 Euro und ich habe 519 Euro jetzt bezahlt. Ja, und das Beste ist, ich habe es online bestellt, habe das dann im Laden abgeholt und dann habe ich noch den Idi gefragt, soll ich es aufmachen oder nicht? Es ist ja ungeschützt, dann haben wir gesagt nein und er ist in den Laden rein. Ich habe es dann doch aufgemacht, gucke hinten, original verpackt, 2 Beulen. Ich so, nein, dieser Einkauf beim Mediamarkt ist mir irgendwie nicht gegönnt. Ja, dann habe ich da direkt angerufen, gesagt, ich habe vor 2-3 Minuten es abgeholt, jetzt habe ich es aufgemacht und es hat 2 Beulen. Musste ich eine einstaatliche Erklärung unterschreiben und ausfüllen, ja, eher ausfüllen und unterschreiben, dass es wirklich so bei der Verpackung schon kaputt war. Und ja, dann haben wir ein neues bekommen und direkt aufgemacht und das hat zum Glück jetzt gar nichts. Ja, ich finde es schon ganz cool. Ich habe vor lauter Angst es sogar noch in diese komischen Plastikhülle. Ja. Und der Kleine macht sich immer noch nicht auf den Weg. Ich bin einfach nur fertig. Naja. Bis morgen.